wollen wir uns dem ersten Gesprächsgast widmen. Wir freuen uns irrsinnig, dass er da ist. Er ist Mediziner, er ist Kabarettist und Moderator. Und meine Damen und Herren, er ist inzwischen auch Klimaaktivist. Und warum er das ist und mit heißem Herzen und trotzdem mit einem, das macht ihn aus, mit einer großen Neigung, das mit Unterhaltung zu verknüpfen, das erzählt er uns jetzt. Eckhard von Hirschhausen gibt uns die Ehre. Lieber Eckhard, Hand aufs Herz, planst du eine Urlaubsreise mit deiner Familie? Ja, wir haben traditionell auch, hatte ich schon, als ich Kind war, immer Urlaub in Österreich gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, dass sich Dinge verändern. Weil man fährt ja in Urlaub mit der Idee, da ist die Welt perfekt und in Ordnung. Und da merkte ich im letzten Sommer schon, die Wälder sehen plötzlich nicht mehr grün aus, sondern braun. Die Berge, die man so als verlässliche, stabile, als Fels in der Brandung kennt, fangen an zu bröckeln, weil es wärmer wird. Ein befreundeter Bergführer erzählte mir, dass ein Kumpel von ihm sogar abgestürzt ist, einfach weil der Frost eigentlich die Berge zusammenhält und jetzt plötzlich Kanten wegbrechen, ohne dass man da vorher das weiß. Und der Kumpel war ein Erfahrener. Ja, der war sehr erfahren. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt also, man denkt sozusagen ja bei Klimathemen immer, ja, das trifft erstmal andere. Mhm. Und ich glaube schon, die letzten 3 Jahre haben uns gezeigt, nee, global ist auch hier. Und Corona hat uns auch erinnert daran, dass wir verletzlicher sind, als wir es uns eingestanden haben vorher. Du bist Arzt, ich erwähnte es. Stellen wir uns vor, ein Gedankenspiel, die Welt wäre ein Patient und der Planet käme zu dir in die Praxis. In welchem Zustand ist Herr Planet oder Frau Planet, wie man möchte? Ich würde sagen Mutter Erde. Mutter Erde. In welchem Zustand ist Mutter Erde? In einem sehr bedrohlichen. Also Mutter Erde hat Fieber. Das Fieber steigt und sie hat das, was man unter Mediziner, Maria ist ja auch vom Fach, ein Multiorganversagen nennt. Das ist somit das Schlimmste, was man auf der Intensivstation haben kann. Und diese Metapher ist nicht übertrieben, weil unsere Mutter ist jetzt gar nicht so esoterisch spirituell gemeint, sondern wir alle leben von dem, was die Erde uns schenkt. Und das tut sie sehr generös, solange wir sie dabei nicht massiv stören. Und ich glaube, wir haben vergessen, dass die Basis von Gesundheit eben nicht Tabletten, Operationen und Beatmungsgeräte sind. Und die Basis von Gesundheit ist, was zu atmen, was zu trinken, was zu essen und erträgliche Außentemperaturen. Und all das ist gerade in Gefahr. Bevor wir, Eckhard, in die Zukunft gucken, du sagst ja, wir haben noch eine Chance. Gestatte, dass wir einmal in die Vergangenheit gucken. Wir wollen deinem Oeuvre einmal gerecht werden, und zwar filmisch. Bitte schön. Gute Nachricht, dieser Mann wurde zur fahrradfreundlichsten Persönlichkeit gewählt und genau wie der Drahtesel besteht das Vorankommen des Pedalpassionisten aus 2 runden Sachen, Medizin und Humor. Früh konnte er mit gesundem Blick sehen, dass sein Weg nach oben geht. Der Motor für den Karrierestart war einst ein magischer Auftritt bei Geld oder Liebe. Seitdem verzaubert der treff- und talksichere Adelsnachkomme mit Herz und Hirn, Koffer und Comedy. Er erfand das Rad der Unterhaltung ganz neu. Mit medizinischem Kabarett bringt er Licht ins gesundheitliche Dunkel. Immer wieder beweist er seine Leidenschaft, einen Gang höher zu schalten und All-in zu setzen. So sitzt er heute zeitgleich in seinen Aufgaben Aktivist, Arzt, Moderator, Zauberkünstler, Schriftsteller und Comedian fest im Sattel, Eckhard von Hirschhausen. Lieber Eckhard, 2 Sätze. Du sagst zum einen, wir müssen nicht die Umwelt retten, sondern uns. Und du sagst zum anderen, es geht im Umweltschutz gar nicht mehr darum, jetzt die Eisbären zu retten oder den Regenwald, sondern es geht um ganz andere Dinge, die vielleicht eine geringere Symbolkraft haben, aber viel wichtiger sind. Um welche geht es aus deiner Perspektive? Ja, das Wort Umwelt alleine ist ja schon bescheuert, wenn man ehrlich ist, weil es suggeriert, wir sind in der Mitte und alles um uns herum ist nur für uns da. Keiner hier in der Runde würde sagen, er hätte Umbewohner zu Hause. Man hat Mitbewohner. Mhm. Und dieses Aha brauchte es bei mir auch, um zu kapieren, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind Teil davon. Wir sind brutal davon abhängig, zum Beispiel auch von der Artenvielfalt. Wenn das Fieber, die Klimakrise sozusagen das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz. Weil in jeder Art, in jeder Pflanze, in jedem Tier steckt ja die ganze Weisheit, die ganze Genialität, das ganze Versuchs- und Irrtumsgeschehen der Evolution. Mhm. Und mit jeder Art, die wir vielleicht noch gar nicht beschrieben und verstanden haben, geht das unwiederbringlich verloren. Und ich glaube, es braucht erstmal dieses Erschrecken über den Zustand der Erde
Und ich bin ja auch bei Scientists for Future aktiv, aber ich sage, keine Panik bitte, aber oberste Priorität. Es mag vielen Zuschauerinnen, vielen Zuschauern ähnlich gegangen sein, wenn ich, als ich die letzten 2 Monate aus dem Fenster geguckt habe, es hat ununterbrochen geregnet. Ich ertappe mich schon dabei, dass ich sage, wunderbar, es regnet, weil ich merke, die Welt braucht es. Umso erstaunter war ich, als ich kürzlich las, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz gesagt hat, dass wir eine Trinkwasserknappheit bekommen werden. Ferner, was ich fast nicht glaube, haben wir in der Arktis mittlerweile bis zu 30 Grad. Also es gibt Situationen, dass es an der Arktis wärmer ist als im Mittelmeer. Woher nimmst du den Optimismus, dass wir noch eine Chance haben? Das ist nicht leicht. Ich habe an diesem Buch 3 Jahre geschrieben und ich war zwischendurch wirklich sehr, sehr schlecht drauf. Meine Frau hat schon gesagt, wenn du fertig bist mit dem Buch, beschäftige dich bitte mal mit etwas anderem. Ja. Das ist ja nicht auszuhalten. Aber es ist wirklich so, als Arzt habe ich gelernt, erstmal die Diagnose stellen und dann die Therapie. Mhm. Und solange viele nicht die Ernsthaftigkeit der Situation verstanden haben, verstehen sie auch nicht, warum die Maßnahmen jetzt auch schnell und drastisch sein müssen. Das hat ja bei der Corona-Krise mit der Regierung in der ersten Welle auch gut geklappt. Da haben sich die Kanzlerin und viele aus dem Kabinett hingestellt und gesagt, Leute, es ist ernst, deswegen machen wir jetzt Dinge, die wir nicht gerne machen, aber die jetzt sein müssen. Und genau diese Klarheit wünsche ich mir, vielleicht gibt es ja noch eine Chance in den Regierungstagen, die Ihnen noch verbleiben, mal diese Diagnose wirklich rüberzubringen. Weil für mich Corona eben auch ein Teilproblem ist von dem, was wir angerichtet haben. Corona ist nicht ein Virus, was vom Himmel gefallen ist, sondern es wurde von Tieren auf den Menschen übertragen. Warum? Weil wir diese Tiere jagen, weil wir ihnen ihre Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, nehmen, weil wir sie handeln, weil wir sie in Wet Markets weltweit übereinanderlegen und mit lauter Tieren und Menschen in Kontakt bringen, wo sie in der freien Wildbahn nie in Kontakt gewesen wären. Und das ist krank und das macht uns krank. Und deswegen alles, was wir sozusagen der Erde antun, tun wir uns selber an. Und deswegen heißt meine Stiftung auch gesunde Erde, gesunde Menschen in dieser Reihenfolge. Die Erde braucht uns nicht. Die Maria Furtwängler hat das Imkern entdeckt und lebt in Süddeutschland. Ich las aus deinem Buch, dass in Süddeutschland jetzt die ersten tropischen Mücken aufgetaucht sind, die Krankheiten bringen, die wir bisher noch gar nicht kannten. Mhm. Müssen die süddeutschen Bienen von Frau Furtwängler auch um ihre Existenz fürchten? Gerät da auch eine Welt aus den Fugen? Eine Tierwelt? Ja, wobei die Honigbiene nicht bedroht ist, weil es Gott sei Dank genug Menschen gibt, die sich um sie kümmern. Es gibt aber über 500 verschiedene Wildbienenarten und um die müssen wir uns sorgen. Mhm. Vor allen Dingen auch selbst in Naturschutzgebieten ist der Übertrag von Pestiziden, die wir in der industriellen Landwirtschaft benutzen, auch nachzuweisen. Das heißt also, ihr seid dafür zu jung, aber als ich früher nach Österreich mit dem Auto gefahren bin, haben wir an jeder Tankstelle, wo wir gestoppt haben, die Scheibe geputzt. Und das macht keiner mehr. Und erstmal empfinden wir das gar nicht als Verlust, weil wir denken, das ist jetzt normal. Nee, es ist nicht normal. 75% der Biomasse von Insekten in Deutschland sind schon weg. Mhm. Und das ist tragisch, weil wir gar nicht wissen, welche Rolle jedes einzelne Lebewesen in dieser Kette, in diesem Netz des Lebens spielt. Mhm. Und deswegen hat Joachim Schellenhuber gesagt, wir zerstören das Buch des Lebens, ehe wir es gelesen haben. Mhm. Und deswegen schreibe ich auch, dass vorne drauf auf dem Buch steht, 3 Krisen für den Preis von 2. Das klingt so wie ein Marketing-Gag, aber es heißt, Pandemie, Klimakrise und Artensterben gehören ganz eng zusammen, verstanden und dann auch gelöst. Da reden wir gleich. Jetzt haben wir ja Herrn Scholz heute hier. Der ist es auch gewohnt, unangenehme Fragen zu beantworten. Sehen Sie noch Chancen, dass wir das Ruder rumreißen? Weil er sagt, die nächsten 10 Jahre entscheiden über die nächsten 10.000 Jahre. Es geht ja, die Bremse in manchen Punkten reinzuhauen. In vielen anderen Punkten, glaube ich, stellt sich aber der normale Bürger immer ein bisschen leichter vor, als es dann tatsächlich ist. Ich teile den Optimismus, dass wir noch eine Chance haben. Das ist ja die Grundlage dafür, dass man überhaupt was macht. Ich glaube, wenn man sich erzählt, es ist sowieso aussichtslos, dann will jeder nur noch sehen, dass man so lange durchkommt, wie es geht. Also müssen wir schon sagen, es gibt eine Chance. Und das ist auch realistisch. Allerdings dürfen wir die Aufgabe nicht unterschätzen. Die ist ziemlich groß. Wir müssen ganz schön viel können, um es mal in einen Spruch zu packen. Wir haben 250 Jahre industriellen Wohlstand auf der Basis von fossilen Ressourcen geschaffen. Öl, Gas, Kohle und alles Mögliche. Und in 25 Jahren, nehmen wir uns gerade vor, wollen wir CO2-neutral wirtschaften. Das ist das größte Investitions- und Innovationsprogramm, das in der deutschen Industriegeschichte in den letzten 250 Jahren stattgefunden hat. Das darf man sich also nicht klein vorstellen.
Und wenn das einer nicht ernst nimmt und glaubt, das kann man noch um 3 Jahre vertagen, dann irrt er sich. Also meine These, was wir in 4 Jahren nicht gemacht haben, können wir möglicherweise in den dann folgenden 4 oder 8 Jahren gar nicht mehr in Ordnung bringen. Also es ist schon eng jetzt. Aber wir haben eine Chance, weil wir eigentlich fast alles wissen, was man können muss und jetzt uns nur trauen müssen, daraus ein industrielles Großprojekt zu machen. Ja. Der eine oder andere mag sich ja fragen, wo hat der Eckhard von Hirschhausen diese Prägung oder diese Sensibilität her für dieses Thema? 1992 warst du in Brasilien und hast ein prägendes Erlebnis gehabt. Ja, ich habe da einen Freund aus dem Franziskanischen Orden besucht und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Wasserhahn aufgedreht und es kam nichts raus. Mhm. Und ich weiß noch, wie heute dieses Erschrecken, das war für mich so selbstverständlich, dass man immer fließend Wasser hat. Und wir steuern gerade auch in Deutschland auf eine Wasserknappheit zu. Natürlich ist es auch wichtig zu sagen, wenn Olaf Scholz sagt, ja, wir haben 250 Jahre fossilen Dreck in die Luft gepustet, dass die als erstes damit angefangen haben, auch als erstes aufhören sollten. Und die heute am meisten darunter leiden, sind nicht die industriellen Staaten, sondern es ist der globale Süden. Mhm. Und das wird zu sehr, sehr vielen Verwerfungen, zu Migration, zu Kriegen führen, wenn wir jetzt nicht endlich anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Du gehst ja sogar so weit, dass du sagst, ich bin gar nicht undankbar, dass 2018, 2019 wir diese wahnsinnigen tropischen Wärmesommer hatten oder Hitzesommer hatten, weil wir eine Sensibilität dadurch gekriegt haben. Ja, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber das war für mich echt im Sommer eine Qual. Ich fand es überhaupt nicht mehr schön. Sommer war früher etwas, worauf man sich freute. Und plötzlich habe ich Nächte im Keller gepennt, nur weil ich nicht mehr ausgehalten habe, weil es so heiß war. Und man hatte Panik, finde ich. Also Panik, dass es einfach dass es nicht mehr so regnet. Ja. Ja. Und ich hatte eben ein drittes Aha-Erlebnis. Das war mein Interview mit Jane Goodall. Ja. Die weltberühmte Schimpansenforscherin stellte mir, obwohl ich sie ja interviewen sollte, plötzlich eine Frage. Und sie fragte mich, wenn wir Menschen immer sagen, wir sind die intelligenteste Art auf diesem Planeten, warum zerstören wir unser Zuhause? Mhm. Und ich habe 3-mal geschluckt, weil mir in dem Moment wirklich klar wurde, das ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen sollen. Ja. Und sind wir Teil des Problems oder sind wir Teil der Lösung? Wir haben Oma Meir Welber hier zu Gast, ein bedeutender Dirigent. Und insofern wird es auch ihn interessieren, wir müssen in Deutschland unser Kinderliedrepertoire müssen wir korrigieren. Das hat Eckhard in seinem, das muss ich übrigens sagen, es gibt ja so Bücher über diese Thematik, wo man denkt, ich lese sie nach 30 Seiten weg, weil ich bin jetzt so deprimiert. Das ist in diesem Buch anders. Es liest sich mitunter ganz amüsant. Oder amüsant, zumindest sehr unterhaltsam. Diese Stelle besonders. Wir müssen unser Kinderliedrepertoire revidieren. Warum? Ja. Naja, ich dachte, dieses Thema hat deswegen auch 30 Jahre so ein bisschen Dornröschenschlaf gehabt, weil wir es in Deutschland irrtümlicherweise sozusagen in eine linksgrün versiffte Ecke getan haben. Mhm. Man war Öko, wenn man sich dafür interessierte. Und eigentlich ist dieses linksgrün versifft wird Herr Scholz ungern hören. Nein, aber was ich meine ist, das Wort konservativ kommt von bewahren. Ja. Das Wort Nachhaltigkeit hat ein Forstwirt erfunden, nachdem er sich klargemacht hat, man darf dem Wald nicht mehr entnehmen, als man wieder wachsen lässt. Ja? Das sind Ideen, die quer durch alle politischen Ideologien und Parteien eigentlich verständlich gemacht werden sollten. Und deswegen finde ich, war das mein Anliegen mit dem Buch, eben auch zu zeigen, dass ganz viele Dinge, die uns wert sind, die uns heilig sind, in Gefahr sind. Mhm. Zum Beispiel der deutsche Wald oder auch Lieder. Ja? Wenn wir singen, alle Vögel sind schon da, das stimmt halt nicht mehr, weil wir schon sehr, sehr viele Arten ausrotten haben lassen. Wenn wir singen, Schneeflöckchen, weiß Röckchen. Ja? Ja. Es gibt keinen White Christmas mehr, wenn es weiter so heiß wird. Wir haben, weil die Winter wärmer werden, jetzt auch Riesenprobleme mit Zecken, mit Borreliose, mit FSME, dieser Frühsommer. Das heißt Frühsommer-Meningoenzephalitis, die gibt es jetzt im Januar. Ja. Da merkt doch jeder, irgendwas ist echt, echt im Argen. Ich habe in Mailand, in Italien und nach meiner Erinnerung auch in Israel Häuser gesehen, die haben begrünte Dächer gehabt. Die Frage, die sich mir stellt, warum ist bei Neubauprojekten in Innenstädten nicht mittlerweile das einfach Gesetz, dass man sagt, auf Flachdächern gibt es einfach... Gesetzt einer aus der Regierung. Ja, aber wollen wir ihn mal fragen. Ja. Herr Scholz, ich habe da eine Frage. Warum ist das nicht Gesetz, dass man auf Dächer von Neubauten, dass man die begrünt? Ich finde, es müsste 2 gesetzliche Regeln geben, für die Länder zuständig sind und viele Länder das auch machen. Das muss man dazu sagen. Es gibt das hier als Regelung, die sich sofort durchgesetzt hat, Stück für Stück, wo wir sitzen. Aber es gibt es auch anderswo, dass man sagt, bei Neubauten oder bei großen Flachdächern muss das mit bedacht werden. Und gibt es Förderprogramme und im wachsenden Maße auch Vorschriften, das zu tun, nachdem man herausgefunden hat, wie das geht. Das ist ja auch nicht so ganz trivial.
Aber das Zweite, was auf die Dächer gehört, sind auch Solaranlagen, weil das natürlich ein sehr guter Ort ist, um dafür zu sorgen, dass wir genügend Solarenergie erzeugen. Und wir brauchen ja sehr, sehr viel mehr Strom für alles das, was wir uns vorgenommen haben für die CO2-neutrale Wirtschaft. Also um das mal in der Dimension zu sagen, 100 Terawattstunden, das klingt ziemlich abstrakt, brauchen wir in 10 Jahren obendrauf. Mhm. Das ist jedes Jahr ungefähr der Stromverbrauch der Stadt Hamburg, in der wir uns gerade befinden. Und da muss man eben alles machen. Grüne Dächer, das finde ich richtig, aber eben auch zum Beispiel dafür Sorge tragen, dass man Solardächer schafft und dass man mehr Solaranlagen auf Dächer packt. Als Frau Furtwängler vorhin das Studio betrat, hat sie gesagt, ich habe versucht, den Frühling mitzubringen mit diesem zweifellos sehr schönen Kostüm. Der Kollege Hirschhausen sagt aber, wir müssen zu, ich habe natürlich sofort gesagt, als gut erzogener Mann, das ist ein sehr schönes Kostüm. Aber Hirschhausen sagt nun, wir müssen zu einer anderen Form der Komplimente kommen. Nämlich, das wird nicht ganz einfach. Ja, freut mich ja, dass du das Buch so gründlich gelesen hast, weil ich habe immer wieder versucht, zwischendurch auch, das Thema ist groß, es ist ernst, aber es braucht auch unterhaltsame Elemente. Deswegen hatte ich hier überlegt, normalerweise kriegt man ja Komplimente, wenn irgendwas neu ist, wenn was glitzert, wenn was teuer war. Mhm. Und mein Vater, der Nachkriegsgeneration Geflüchteter, extrem sparsam, hat einen kleineren CO2-Abdruck als alle seine Enkel und über sein ganzes Leben. Und ich habe einen Text über ihn, der heißt »Der nachhaltigste Tonschuh der Welt«. Ja. Weil heute sich die Tonschuhhersteller überstreffen wollen mit, oh, in meinem ist noch ein bisschen Prozent von recyceltem Plastik. Schön und gut, ist ja auch alles richtig. Aber der nachhaltigste Gegenstand, den du haben kannst, ist der, den du schon hast. Und deswegen bräuchten wir mehr Anerkennung, wenn jemand zweimal den gleichen Anzug hat. Aber Ladies, wie seht ihr das? Wir sehen es genauso, aber es wurde mal eine Zeit lang auch immer geschrieben, oh, sie trägt schon wieder das gleiche Outfit. Ganz genau. Und ich glaube, auch schon, aber das trauen sie sich hat jetzt sie denn nicht keine anderen Schuhe? Ja, genau. Ja. Weil ich immer die gleichen Pumps. Hat die Frau keine anderen Schuhe? Ja. Ups, schon wieder das gleiche Kleid und so. Aber ich glaube, dass, da das hat echt viel schon stattgefunden. Ich glaube nicht, dass das heute so noch mal geschrieben wird. Das heißt, Eckart, es ist möglich, dass ich Frau von Bechtolsheim demnächst sage, wenn sie uns hoffentlich ein zweites und ein drittes Mal besucht. Also auch schön, dass sie immer dieselben Schuhe tragen. Wie schön, sie haben die gleiche Bluse an. Das ist doch kein Kompliment, Eckart. Herr Mayer-Burkhardt, das ist ziemlich, ziemlich unwahrscheinlich. Denn wenn wir immer mit den gleichen schwarzen Schuhen kommen, sagt das auch keiner. Ja, stimmt. Genau. Stimmt. Ja. Jetzt hat ja in dieser Pandemie, und das war ja sehr politisch umstritten, in dieser Pandemie hat ja die jüngere Generation zum Schutz der älteren Generation, man muss sagen, deutlich zurückgesteckt. Ja, mit großen Konsequenzen. Das Kindwohl war in Gefahr, die Frauenhäuser sind voll, der Kinderschutzbund schlägt Alarm. Hast du das für richtig gehalten? Ja, ich bin erstmal sehr, sehr stolz, dass die größten Teil dieser Bevölkerung wirklich sehr solidarisch und fair sich verhalten haben. Wir haben in der ersten und zweiten Welle wirklich die Älteren, die Vulnerablen geschützt. Und dafür haben vor allen Dingen die jungen Menschen zurückgesteckt. Mhm. Sei es durch den Schulausfall, sei es dadurch, dass sie sich eigentlich gefreut hatten, endlich von zu Hause auszuziehen. Plötzlich war man zu Hause und statt wilde Studentenpartys hockte man in Zoom-Konferenzen. Deswegen habe ich zwei konkrete Wünsche, weil ja auch einige Zuschauer, die vielleicht auch schon wie ich über 50 sind. Ich finde, es ist Zeit, jetzt Dinge zurückzugeben, der nächsten Generation. Wenn die Jungen sich solidarisch verhalten haben für die Älteren, würde ich mir wünschen, dass sich jetzt alle von meiner Generation und drüber Gedanken machen, was wir Boomer und Ältere zurückgeben können. Müssen wir jetzt zum Beispiel wieder anfangen mit Kreuzfahrten und neue Autos, neue Zeug kaufen? Oder könnten wir überlegen, brauche ich diesen ganzen Wohnraum, wenn die Kinder ausgezogen, wirklich für mich alleine? Könnten wir mehr Generationenhäuser haben? Mhm. Könnten wir ein anderes Stadtteilleben haben, dass auch junge Menschen in den Städten wohnen können? Kann ich endlich mal diese eine Stunde investieren, um mein Bankkonto auf eine ethische Bank zu packen? Ja, das sind die großen Hebel. Natürlich gibt es Altersarmut, aber es gibt viele wohlhabende Menschen auch im Rentenalter. Ja. Die könnten Ökostrom beziehen, die könnten die Geldanlagen für die nächste Generation nachhaltig anlegen. Die könnten vor allen Dingen auch überlegen, wo sie ihre Fähigkeiten im Dienste der Gemeinheit einbringen. Und dafür habe ich einen konkreten Vorschlag, nämlich nach dem Schulabschluss und beim Ende des Arbeitslebens jeweils ein halbes Jahr sowas wie ein soziales Jahr zu machen. Also hat in der Richard Summe David Precht letztens hier vorgeschlagen. Ja, ja. Völlig super Vorschlag, habe ich ihm auch. Hast du ihm souffliert? Nein, habe ich ihm gesagt. Deine Idee. Hat er sich gut gemerkt. Steht auch in der aktuellen Zeit im Interview mit Schätzing. Also diese Idee, dass wir
gemerkt haben, wir sind in Gefahr, auseinanderzudriften. Und was hält unsere Gesellschaft noch zusammen? Und ich habe, weil ja ganz oft diese Diskussionen auch um Reduktionsziele sind extrem abstrakt. Und ein CO2-Molekül in der Atmosphäre ist egal, was wir da in unsere Parteiprogramme schreiben. Das ist davon nicht beeindruckt. Bisher ist noch keins deswegen zurückgekommen. Und deswegen glaube ich eben, wenn wir uns klar machen, es geht um Gesundheit, es geht um ganz konkrete leibliche Dinge, dass uns dieses Leibchen an etwas erinnert. 2021 ist ein entscheidendes Jahr. Auf ganz vielen Ebenen. Wir sind wirklich an einem Wendepunkt. Und ein Kind, was heute geboren wird, das hat theoretisch die Möglichkeit, 100 Jahre gut zu leben. So lange wie keine Generation vor uns. Und gleichzeitig ist es extrem bedroht. Ein Kind, was heute geboren wird, ist 2050 29 Jahre. Da überlegt es sich vielleicht, möchte ich in diese Welt noch Kinder setzen. 2100, wo diese Erde eventuell 5, 6 Grad heißer und damit praktisch unbewohnbar ist in weiten Teilen für Menschen, ist dieses Kind gerade mal Oma oder Opa. Und diese Kinder und Enkel werden uns fragen, was habt ihr 2021 getan? Ich wünsche uns allen, dass wir dann gute Antworten haben. Ja, und das ist ja eine Frage von Optimismus. Wir wollen ja ins Wochenende gehen, etwas optimistisch. Und ich finde das Schöne bei Eckart, dass du zwar dass die Dinge anmahnst, aber mit einem gewissen Quäntchen Zuversicht. Das nehme ich aus diesem Gespräch mit. Eckart, vielen Dank. Sehr gerne.